Oh, wir haben ja eine wunderschöne Neuheit und zwar ein Duftventilator für den Tisch. Und der ist aus Keramik. Passen hier die Pots rein. Der Mini-Ventilator ist hier drinnen. Da hinten ist dieser weiße Anschaltknopf zum An- und Ausschalten. Und ja, einfach Pot einlegen. Der ist aus Porzellan, aus Keramik. Also der ist richtig schwer auch. Ja, hört ihr das? Schönes gesprenkeltes Muster, ist absolute Neuheit, ist normal für die Steckdose immer aus. Man kann schön auf den Tisch hinstellen. Richtig günstige Alternative, wenn man denkt, es gibt ja auch den Sensi-Go. Und ja, der ist so hoch und schmal und eher ja aus Plastik, aus Kunststoff. Und der ist echt so aus Keramik, ist richtig hochwertig, schwer. Und auch mal was anderes als wie die Ventilatoren. Haben wir nur den Mini-Ventilator, die für den Wandstecker und den Sensi Go. Und jetzt hat so wie eine Lampe eigentlich auch zum Hinstellen. Wunderschön. Und ja, die ist ja mit einer Steckdose Kabel, braucht man da ja eben. Erst da ist ein USB-Stick dabei oder mit einem USB-Kabel. Und ich habe mir gedacht, Powerbank, wer eine Powerbank daheim hat, dann kann man es ja einfach so unterstellen. Wir haben ja diese Unterteile zum Kaufen, wofür die Duftlampen sind. Da kann man hinten das und außenrum einwickeln und wer eine dünne Powerbank hat, die da unten reinpasst, das hat jetzt Baumstammmuster. Wir haben auch die eine mit silberne, die Rost, die ist auch im Katalog. Wenn die letzte Seite aufklappt, alles sind unten dieses Zubehör und da sind eben diese Aufbewahrungs. Mir fällt gerade jetzt nicht ein, wie es richtig heißt. Also richtig schön, der finde ich zum Draufstellen eben auch. Und da denke ich, wenn wir Powerbank haben, einfach unten rein. Anschalten und dann kannst du es auch überall richtig schön hinstellen. Also, meine ist ein bisschen zu dick mit der Kabelwirtschaft. Das ist ein bisschen schade, so jetzt hat. Und ich finde das halt mega Idee. Da kann man es auf dem Esstisch, auf dem Couchtisch, egal wo man möchte, wo man jetzt keine Steckdose hat, das einfach nehmen und einfach nur mit der Powerbank laufen lassen. Also mega coole Idee. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich zeige es euch nur schnell andersrum. So, und so schaut es dann aus. Also da könnt ihr dann oben den Pott eben einfach rein tun. Da ist der Ventilator. Und dann einfach rein und dann könnt ihr das eben anschalten und mit Powerbank benutzen. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und das findet ihr einfach unter Zubehör. Sucht euch ein schönes aus, können wir das Kabel verstecken und dann einfach schön hinstellen. Viel Spaß mit der Idee!